Hallo, hallo, bin der Philipp Jakesch, Naturfotograf aus Österreich. Ich mache regelmäßig Videos wie dieses, wo ich Inhalte zu Lightroom, Photoshop bzw. Themen in der Fotografie selbst Outdoor behandle. Heute soll es um Lightroom gehen, um die Shortcuts, die man verwenden kann, und ich zeige euch auch das direkt in der Praxis, indem ich ein Bild bearbeite von meiner letzten Fotoreise. Dann starten wir direkt ins Lightroom. Ich möchte euch jetzt sagen, wie man von diesem Bild hier zu diesem kommt, wie wir lokal bearbeiten können, welche Shortcuts wir verwenden können und wie es ihr eure Bilder noch aussagekräftiger und schöner bearbeiten könnt. Wir befinden uns hier in der Bibliotheksansicht und wir können mit Hilfe von Tastenkombinationen verschiedene Ansichtsmöglichkeiten erhalten und verschiedene Informationen einblenden und ausblenden. Eine Taste, die ich häufig verwende, ist die Taste E für die vergrößerte Ansicht, also die Lupenansicht. E wie Enlarge. Da kann ich das Bild groß anzeigen. Und um zur Rasteransicht zurückzukehren, kann man ganz links unten auf die Rasteransicht klicken oder einfach auf die Taste G. Einerseits kann ich direkt vor Ort bei den Buttons gewisse Shortcuts sehen. Andererseits kann ich mir bei Hilfe und Tastaturbefehle für das Modul, in dem Fall Bibliothek, anzeigen lassen. Wenn wir nun die Taste D drücken für Develop, können wir auch hier eine spezielle Tastenkombinationsliste aufrufen, indem wir auf Hilfe gehen, Tastaturbefehle für das Modul entwickeln. Wir wollen jetzt dieses Bild bearbeiten. Das ist die RAW-Version. Ich drücke auf die Taste D, um direkt ins Develop-Modul, also ins Entwickeln-Modul zu springen. Was mir als erstes auffällt, ist, die Helligkeit vom Bild ist zu niedrig. Das heißt, wir heben mal allgemein die Belichtung an und das machen wir einfach mit dem Belichtungsregler. Der nächste Schritt wäre die Abschwächung vom Kontrast, also es ist relativ kontrastreich und da das mache ich eben, indem ich Lichter runter und Tiefen rauf gebe. Mit Weiß und Schwarz setze ich meinen Weiß- und Schwarzpunkt im Bild. Damit ich einen Überblick habe, was genau passiert, kann ich die Alt- oder Option-Taste halten und dann den Regler bewegen. Wenn ich dann mit Weiß nach oben gehe, sehe ich, dass so weiße Flächen bzw. Farbflächen entstehen. Und das bedeutet, dass die Bereiche, die jetzt irgendwie gefärbt sind, alles was von Schwarz abweicht, ist kontrastlos. Ich muss da schauen, dass ich mich in einem Bereich befinde, wo ich ein komplett schwarzes Bild habe. Umgekehrt bei Schwarz, da muss ich schauen, dass ich ein völlig weißes Bild habe, damit ich keine Kontraste verliere. Jetzt haben wir mal so einen guten Ausgangswert, einen kontrastarmen Ausgangswert und darauf kann ich jetzt aufbauen. Ich möchte im Fell mehr Kontraste hinzufügen, Kontraste innerhalb der Bäume erstellen, den Hintergrund etwas zurücktreten lassen und eine Vignette erstellen. Das wäre jetzt so das, was ich in diesem Bild machen möchte. Allgemein fangen wir mal an mit einem leichten Boost an Klarheit. Also wir wollen mit Hilfe von Klarheit den gesamtheitlichen mittleren Kontrast noch verstärken. Dann habe ich einen Tipp für euch, den habe ich auch in einem anderen Video noch für euch verlinkt. Um die richtige Farbbalance einzustellen, übertreibe ich mal ganz extrem, gehe mit Dynamiksättigung auf 100 und dann stelle ich bei Temperatur, also ganz oben im Bild, den Farbkontrast ein. Wenn ich ganz nach rechts gehe, dann ist es alles warm gefärbt. Wenn ich weit nach links gehe, dann ist alles blau gefärbt. Das heißt, dann habe ich da einen Farbstich in diese Richtung. Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Ich schaue dabei, dass ich sowohl warme als auch kalte Töne nebeneinander existieren habe. Dadurch, dass ich direkt nebeneinander kalte und warme Töne habe, habe ich einen lokalen Farbkontrast und es wirkt dann sehr realistisch und schön.
Anschließend gehe ich mit der Dynamik wieder zu einem realistischen Wert drauf, also irgendwas im Bereich von 20 ist ganz gut, also zwischen 10 und 25 bewege ich mich meistens. Und Sättigung kann ich mir überlegen, da auf plus 4, 5 zu gehen, also nicht zu stark. Die Dynamik greift wieder hauptsächlich die Mitten an und die Sättigung verändert die Farben in jedem Pixel gleich. Anschließend gehe ich auf die Gradationskurve und in der Gradationskurve passe ich die Kontraste im Bild an. Das heißt, ich gehe mit den hellen Teilen noch ein bisschen nach oben, mit den dunklen nach unten und stelle dadurch wirklich einen lokalen Kontrast her, der mir auch so ein gewisses Leuchten ins Bild bringt. Also das ist vorher, das ist nachher. Das Grün wäre mir in diesem Bild aktuell ein bisschen zu satt, weil durch jede Kontrastveränderung erhalten wir auch eine Farbsättigungsveränderung. Das heißt, jetzt können wir beispielsweise im HSL-Panel links bei dem Kreis neben der Beschriftung eine Probe nehmen von dem Farbbereich und dann kann ich in den grünen Bereich gehen, einmal hinklicken und nach unten ziehen. Dadurch sieht man, es bewegt sich direkt der Regler und ich kann da ganz gezielt die ausgewählte Farbe an Sättigung verringern. Super, nun geht es weiter zu einem wichtigen Punkt. Da brauchen wir wieder eine Taste zusätzlich. Wir können das Bild schärfen. Grundsätzlich ist Schärfen ganz wichtig, weil dann können wir unser Hauptmotiv noch klarer sichtbar machen. Und wir wollen aber nicht jedes Pixel gleich schärfen. Es ist ganz wichtig, dass wir die Schärfung ganz gezielt machen. Wir wollen den Bären schärfen, aber nicht den Hintergrund. Und in dem Fall gehe ich mit der Alt- oder Option-Taste, die drücke ich und halte ich wieder und gehe dann mit Maskieren nach oben. Das heißt, alles, was jetzt weiß ist, wird geschärft und alles, was schwarz ist, wird nicht geschärft. Ganz wichtig. Nun kommen wir zu den lokalen Anpassungen im Bild. Die sind dazu da, um die Dreidimensionalität zu verstärken. Das ist eine ganz wichtige Sache, denn wir haben zwei Augen, das heißt ein dreidimensionales Bild und die Kamera hat aber nur eine Linse. Das heißt, wir müssen die Bildinformation so aufbereiten, dass wir auch in einem zweidimensionalen Bild eine dreidimensionale Wirkung haben. Und das machen wir einerseits durch atmosphärischen Kontrast und andererseits durch Dodging and Burning, quasi lokale Anpassung von hell und dunkel. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Wir gehen in die Masken rein und wählen einmal als allererstes eine ganz einfache Anpassung und zwar ist es der Pinsel. Wir wollen nämlich unser Hauptmotiv stärker herauskehren und das machen wir, indem wir die Lichter und die Weißtöne verstärken. Zusätzlich können wir noch einen leichten Kontrast, eine Kontrastverstärkung machen und eine Erhöhung der Klarheit machen. Jetzt können wir über das Fell pinseln und man sieht gleich, die hellen Teile werden noch heller, das heißt, ich kriege noch mehr Details raus und ich habe dann ein noch markanteres Motiv, noch markanteres Hauptmotiv, das dann heraussticht. Wenn es ein bisschen zu viel war, dann können wir bei Stärke ein bisschen nach unten gehen. Und somit passt es noch besser. Anschließend möchte ich den Hintergrund auswählen und den noch ein bisschen in den Hintergrund treten lassen. Dafür kann ich die KI-Masken bemühen. Und zwar nehme ich eine Objektauswahl und wähle einerseits den Bären selbst aus. Gehe auf Hinzufügen und Objekt und wähle zusätzlich diese Bäume aus. Also den Baum da. Dann muss ich nochmal auf Hinzufügen gehen und Objekt, wähle diesen Baum da aus. Und dann muss ich noch ein weiteres Mal auf Hinzufügen gehen und wähle den dritten Baum aus. Also ich habe jetzt da alle drei Bäume, die ich dann in einer Maske angreifen kann.
Das wäre die erste Auswahl, aber eigentlich möchte ich einen Hintergrund auswählen. Das heißt, ich kann diese Maske duplizieren und umkehren. Das heißt, jetzt habe ich alles außer den Bären und die drei Bäume. Das heißt, wenn ich da Doppelklick drauf mache, dann kann ich das umbenennen in Hintergrund. Und jetzt kann ich eben diesen Hintergrund kontrastärmer gestalten. Alles, was rot ist, wird jetzt da von der Maske angegriffen. Kontrastärmer kann ich das auf verschiedenste Arten machen. Ich kann direkt den Kontrastregler nach unten geben. Oder ich kann was noch geschickteres machen. Und zwar kann ich ganz gezielt mit der Gradationskurve arbeiten. Das heißt, ich gehe mit den Schwarztönen nach oben. Das heißt, ich setze meinen Schwarzpunkt in der Gradationskurve. Ich kann da einen Ausgabewert wählen von ca. 30 und einen Ausgabewert für Weiß bei 200 ca. Meine ganzen Helligkeitstöne sind zwischen 30 und 200 und nicht zwischen 0 und 255. Und dann kann ich das Gesamte noch eine Spur dunkler machen, dass es in den Hintergrund tritt weiter. Und jetzt sieht man schon, wie stark sie das abhebt. Also wenn ich meinen Hintergrund ausblende, vorher, nachher, dann ist das wirklich ein massiver Unterschied. Es hat so einen leichten, dunstigen Effekt auch. Und das würde ich jetzt einmal so lassen. Und dann zusätzlich gehen wir bei der Temperatur nach unten. Das heißt, wir machen das Ganze kühler. Das heißt, wir gehen eigentlich relativ deutlich mit der Farbe in eine kühle Richtung und den Kontrast schwächen wir sehr intensiv ab. Da jetzt der Vordergrund gleich angegriffen wird wie der Hintergrund, funktioniert das nicht so gut. Das heißt, da müssen wir eine Anpassung machen. Und zwar schneiden wir diese Maske mit einem Verlauf, mit einem linearen Verlauf. Das heißt, wir gehen auf den Hintergrund, die drei Punkte, dann Maske schneiden mit und dann linearer Verlauf. Und jetzt ziehen wir da einen linearen Verlauf rein, weil wir wollen einen schönen Übergang zwischen Vorder- und Hintergrund gestalten. Wenn wir jetzt auf die Maske gehen, dann sehen wir, okay, wird der Hintergrund angegriffen und es entsteht ein ganz ein sanfter linearer Verlauf von Vordergrund zu Hintergrund. Und durch diesen linearen Verlauf wird das Ganze realistisch. Also das ist vorher, das ist nachher. Und jetzt ist es mir noch ein bisschen zu stark. Das heißt, auch hier gehe ich wieder zurück und schwäche den Effekt ein bisschen ab. Das heißt, das ist vorher, das ist nachher, vorher, nachher. Man sieht einfach, wie der Bär dann raussteht, wie die Bäume rausstehen und wie das einfach noch realistischer und schöner wird, das Ganze. Des Weiteren möchte ich eine Dreidimensionalität in den Bäumen hinzufügen. Das heißt, ich gehe auf den Pinsel und reduziere mal die Helligkeit von dem einen Teil, am einen Teil vom Baum. Das heißt, ich sage, diese Seite wird ein bisschen dunkler. Und da gehe ich mehrfach drüber, um das realistisch zu machen. Und dann machen wir das beim zweiten Baum noch. Und da kann ich den Startpunkt wählen und dort klicken. Dann halte ich die Shift-Taste und dann drücke ich auf den Endpunkt. Und dann kann ich so hin und her und dann wird das mehrfach aufgetragen. Also ich mache einfach von so ganz gerade Striche. Also ich zeige das nochmal mit der Überlagerung. In diesem Fall, ich starte hier, klicke einmal hin und dann drücke ich die Shift-Taste und beim Endpunkt klicke ich nochmal. Dann macht er eine gerade Verbindungslinie zwischen den beiden. Und das mache ich mehrfach, dann funktioniert das am besten. Genau. Und nun blende ich die Überlagerung wieder aus und gehe vielleicht noch bei Belichtung nach unten. Jetzt muss ich noch einen zweiten Pinsel erstellen, wo ich gewisse Details hervorhebe und wo ich das Ganze heller mache, dass wir nicht nur Schatten haben, Schattenbereiche vom Baum, sondern auch Lichtbereiche. Und hier gehe ich wieder gleich vor. Und wenn wir uns jetzt anschauen, nur auf die Bäume vorher, nachher, dann sehen wir richtig, dass da ein ganzer
ganz eine gezielte Dreidimensionalität entstanden ist. Das schaut schon mal ganz okay aus. Dann in weiterer Folge nehme ich nochmal einen großen Pinsel, gehe mit Steuerung minus, verkleinere ich das Bild und dann gehe nach unten mit der Helligkeit. Ich möchte den Vordergrund ein bisschen dunkler machen. Mit Schwarz gehe ich trotzdem nach oben, weil er dadurch auch kontrastärmer wird, und Sättigung gehe ich nach unten ganz leicht. Und dann mache ich nichts anderes, als ganz sanft da rein zu pinseln. Also ich mache so einen sanften Übergang. Und genau, dadurch habe ich wirklich ganz gezielt so einen Helligkeitsabfall. Da das jetzt dazu stark ist, gehe ich nochmal bei der Gesamtstärke rein und reduziere das ein bisschen. Und nun als zweiten Fall, jetzt haben wir das Bild schon verkleinert, gehen wir bei radialer Verlauf rein, drücke in die Mitte und mache quasi einen radialen Verlauf. Was jetzt passiert, ist ganz simpel, ich mache eine Vignette. Und ihr seht, die Vignette ist nicht mittig, und das ist genau auch der Grund, warum ich nicht das Vignetten-Tool direkt in Lightroom verwende, sondern mir diese Vignette manuell gestalte. Da gehe ich mit Licht runter, Tiefen runter, Weiß runter, leicht die Gradationskurve nach unten und die Sättigung reduzieren. Dann können wir noch ein bisschen mit der Gesamtbelichtung nach unten gehen. Und so schaut es eigentlich ganz schön aus, diese Vignette. Wenn wir jetzt da wieder zurückgehen in unser Bild, können wir noch die Gesamthelligkeit anpassen. Das heißt, die schauen wir an, welcher Wert für mich gut ist. Das schaut schon mal ganz schön aus, finde ich. Dieses Bild ist bei der letzten Fotoreise entstanden und ich bin eigentlich sehr happy damit. Bei diesen Fotoreisen ist die Bildentwicklung immer wieder ein wichtiges Thema. Das heißt, wir behandeln auch vor Ort gleich das Motiv, schauen uns an, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und versuchen, das Maximum aus unseren schönen Bildern zu holen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Wiedereinschalten. Es wird wieder weitere Videos geben, das nächste ist schon in Bearbeitung. Wenn ihr mir einen Daumen nach oben hinterlasst, einen Kommentar oder auch den Kanal abonniert, dann hilft mir das extrem weiter und ich bedanke mich schon im Voraus dafür. Danke, bis bald. Ciao.